Hallo dir und tschüss wieder zu Minecraft. So, ich tue jetzt mal kurz ein bisschen mein Ding oder? Lol, was ist denn da? Ach, da zockt es mir die Ebene. Oh, crazy, so ich noch gar nicht mitgedrückt auf der Karte. Ne? Gut, also ich zeige jetzt mal was. Ich habe da jetzt meine Eisenspitzhacke, also einfach verzaubert ein bisschen. Die kehrt hergerichtet, fällt mir gerade auf. Ich war jetzt halt zusammen im Nether unten, weil dass man das Zeug ein bisschen verzaubern kann. Mit Dingen werden wir jetzt einfach mal immer wieder Reparierungszeuge, weil es einfach so useless ist, die ganze Zeit neu zu machen und die dann kaputt ist oder so. So. Oh, Eisenfang funktioniert wieder. Man sagt, gibt der Lesepult. Heißt, ich mich hat jetzt mal zwischendurch natürlich und zwar Sachen mit die Villager machen. Also wir müssen nur Essensfarm bauen und ich hätte gern ein paar Bibliothekare. Heißt, wir brauchen ein paar Sachen wie Leder oder so, aber ich hätte gern Leder anders grillen. Ich glaube, dass man es über einen Gerber oder so vielleicht kaufen könnten. Ich habe jetzt da einmal Zucker aufpflanzt, falls es wirklich mir keine Bücher kriegen irgendwo. Aber wir können, glaube ich, dann Bücherregale kaufen und das ist. Also, wir brauchen jetzt mal dann ein Haus, dass wir ein bisschen einen Bogen und so rein können. Und dann können wir Smaragde kaufen, dann können wir mit den Smaragde, die wir kaufen, Bücherregale kaufen und Bücher können wir dann verzaubern. Beziehungsweise wir können uns dann verzauberte Bücher beim die Bibliothekare kaufen. Also brauchen wir Holz. Aber ich glaube, dass wir noch könnten wir haben. Genau, nehmen wir mal dies. Und haben wir noch nicht noch irgendwo haben wir noch nicht noch irgendwo. Wollten wir die da die Agen mitnehmen? Haben wir doch nicht nur Stone Bricks? Oh, anscheinend nicht. Macht man es uns einfach. Wie macht man es uns? das Pferd ist irgendwo da hinten im Wasser, weil ich war vorher ein bisschen unterwegs wegen dem Zuckerrohr und dann war das irgendwie so irgendwie dann vorbei. Ich glaube Zuckerrohr kennen glaube ich nicht ernten, ne? Ey, da müssen wir jetzt echt mal ändern, den ganzen Gang da. Dann merken wir erstmal wieder, was es ausmacht, wenn man Ding. Servus, grüß dich. So. Das ist das Positive, weil jetzt kann ich den da herstellen. So, was brauchen wir für einen Topf? Topf halt da. Wir hätten zwar unendlich viel davor, aber ist mir jetzt gerade wurscht. Wir können was wissen. Der mich. Oh ja, das ist einfach so ein Unterschied. Bro, Alter, gib mir doch was Gescheites. Hey, mich keine gefärbte Lederjacke. Okay, du musst mir nur gefärbte Sachen geben, oder was? Okay. Schauen wir mal bei dir. Ich weiß bloß noch nicht, wie man die Preise verringert. Da werde ich mal noch mal schauen, weil das kann man ja anscheinend irgendwie machen, dass das geht. Ja. So, und dann müssen wir widmen uns jetzt mal der Bibliothek. Oder einer kleinen Bibliothek oder so. Da haben wir ja da unser Fädel haben mit den Leuten. Die wo jetzt gerade produzieren, weil ich da drin einen Block ja hingesetzt habe. Und er ist ja der Bogner Sepp. Bogner Sepp hat schon
Smaragde und so. Was hast du eigentlich? 20 für das. Smaragd für 6 Brote, ja, genau. So. So, wir haben jetzt mal ein paar Sachen dabei. Oh, wow, unendlich viele Birkendinger. Dann holen wir uns noch ein bisschen Birkenholz. Ein bisschen Birkenholz, das man noch brauchen. Einmal, dass wir ein bisschen einen Unterschied haben, gell? Bum, 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 bum. Da haben sie. Ich liebe einfach verzauberte Sachen. Wir brauchen auf alle Fälle Reparaturhändler, also Händler mit Reparaturbuch drin, dass wir uns das einfach kaufen können. Das war genau wie Behutsamkeit oder so. Aber ich glaube, das ist einfach, je nachdem wie viel Glück das man hat, ist das einfach dann possible. Gut, jetzt haben wir da jetzt noch ein bisschen Holz und dann sehen wir uns gleich vor bei der Baustelle wieder. So, die Frage der Fragen ist, wo bauen wir jetzt unseren Bibliothekar oder unsere Bibliothek her? Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich es bauen möchte. Ich denke, da erstmal nur so einen kleinen Raum bauen. Und das müssen wir, bauen wir jetzt einfach mal da herum her. Oder? Ja. Dann machen wir die Erden weg. Momentan haben wir eh bloß einen, den wir machen können. Aber ich möchte da eh das ganze Dorf dann ein bisschen so umbauen. Dann bauen wir nämlich auch die Farm da ein bisschen um. Also eigentlich nur vom Aussehen her. Aber das werden wir dann im Stream machen und dann sage ich euch das in der Folge. Danach mal, wenn wir mal Zeit haben. Ich hätte jetzt lieber mal ein bisschen so Farm bauen und alles, dass wir das alles mal so haben. Und dass ich dann einfach, wenn es war, selber noch schon. Ach scheiße, ich hab das Schaufel kaputt gemacht. Ah, warte, die war eh kacke verzaubert. Ja, das ist das so ein Grund. Wir müssten einfach jetzt mal. Einfach kurz dick sein, das ist so belastend teilweise. So belastend. So. Ja, dann sagen wir, bauen wir da so. Mal dann ein bisschen um. Ich hätte gern so Art Medieval House bauen. Aber so ein bisschen. Oh, der ist falsch. Ich merke, dann brauchen wir wieder Zeig. Ich war jetzt einfach mal 3T. Einfach, wie gesagt, das ist einfach jetzt nur mal, dass wir den da herkriegen. Wir haben wahrscheinlich auch dann noch Schienen holen müssen, dass wir ihn auffahren können. Genau. Dann nehmen wir mal. Ich würde nämlich gern da irgendwie so dann das außen irgendwie so machen. Ich finde das nämlich gar nicht so scheiße. Ich will mir ein bisschen mal ausprobieren, so mit Zeig und so. Jetzt kommt dann nochmal demnächst, ich glaube, den Freitag jetzt dann. Den Freitag kommt jetzt dann Minecraft-Projekt. Oder beziehungsweise es geht auch nächsten Freitag, also am 18. geht's auch. Was, keine Ahnung. Vielleicht, dass wir übernächste Woche oder nächste Woche Montag damit anfangen. Aber ich verspreche jetzt dann nichts. Das ist doch halt auch noch cool, wenn man so wie bei dem Holzzeug, also Säge, also so ein Schreiner-Ding hätte. Eins, zwei. Das war irgendwie sau nice. So, aus Anreiz mal.
So. Bohnen weiß ich noch überhaupt nicht, ne, wie wir das machen. Actually hätte ich da einfach ein Ding machen können, ne? Ernsthaft, jetzt haben sie nicht gelungen, da haben wir so viel gemacht. Crazy. So, da lädt sie. Da war es jetzt einfach echt geil, wenn man so Glas Ding machen kann, was leider nicht geht. Aber das war geil. Dann nehmen wir jetzt mal das so. Schauen wir mal. Finde das nicht allzu bad. Bam, badum, bam, badum. Weiß nicht, ich habe das im Lager so entdeckt und ich finde das irgendwie so nice. Und ich weiß nicht, warum ich das so gut finde. Bevor wir jetzt stark weitermachen, hol ich kurz Essen, Schienen, bla bla bla. Also sehen wir uns gleich wieder, wenn wir runden haben. Bis gleich. So, jetzt haben wir erstmal zurück mit Äpfeln und Schienen. Jetzt wird es gleich zum Pennen gehen. Aber ich habe mir jetzt gerade überlegt, wir haben da Steinziegeln einer da. Das heißt, auch schon in so einer alten Bibliothek. Lass mal doch schauen, wie wir es machen. Ich habe schon ein bisschen eine Idee, wie es gerne hätte. Jetzt gehen wir uns links pennen. Genau. Jetzt hört der Regen wieder auf. Nehmen wir jetzt erstmal überlegt, mehr der Ding. So Bibliothek und dann hätte ich gerne immer Bücherregale dazwischen. Ist Bücherregal. Bücherregal. Sind sich doof. Sonst zwar. Sonst schmeige. Ist jetzt blöd. Muss man uns weiter raus. Sorry. Spei. Warum tue ich das? Warum tue ich die Midis? Genau. Und dann mal das mal schnell abbauen. Dann mal das und so weiter vier, aber dann können wir gleichzeitig mehr Leid einer da. Bei dem. Bei dem. Alles außer. Prinzipiell müsste man ja da gar nichts sehen, wo die Ding jetzt ist, wo jetzt irgendwie dann das zeigen kann. Aber ich mich einfach das für. Da. Nee. Vor allem, ich hätte jetzt lieber einfach da schon mal ein Ding drauf. Hä? Irgendwo? Ich den nicht aufgesammelt. Hä? Wie kann mir jetzt eine Treppe fallen? Hä? Ich check's nicht. Hä? Macht ja gerade überhaupt keinen Sinn. Jetzt hab ich mal drauf, da ist gar kein Ding dran. Warum ist das da nicht dran? Hey, ich check das gerade nicht. Ist das da irgendwo runtergefallen? Nein. Hä? Bin ich dumm? Wo ist die Stufen? Hä? Ich check's echt nicht. Vorher habe ich doch da zwei Dinger schon hergesetzt gehabt. Wie kann das jetzt sein, dass wir jetzt ohne, dass wir jetzt zwei abgängen? Eigentlich. Da ging am Stufen jetzt neuerdings kaputt. Na, oder? Hä?
check's nicht. Hey. Ich konnte es mir nicht erklären. Ist mir jetzt erstmal wurscht. Wir machen jetzt einmal 1, 2, 3, 4. Aber jetzt macht man 6 hier eine oder macht man 8 hier eine? Ich werde einfach mal 8 hier machen. Ich werde mal 8 hier aus wie. Okay. Wasch mir mich mal ja richtig Pult. So, dann bauen wir doch mal den Scheuder her. Perfekt. Also, mir müsst man. Nein, da müsst mir nicht her. Die nehmen wir auch wieder mit. Wir werden jetzt einfach mal da her, da. Direkt da. Normalerweise heißt es, wir können ohne mein Kartero, aber eigentlich ist wurscht. Würde jetzt mal sagen. Weil. Ja. Braucht man das mein Kartero nicht unbedingt. Deswegen. No. Bei dem. Perfekt. Gut. Und dann einmal da ist da so. Und da haben wir demnächst dann erst mit Bücher brauchen und so. Ich dachte jetzt mal so, mit dem wir uns nur ein Außer und dem wir uns dabei da nur den Bogen her, den wir auch schon gehabt haben, weil das ganz praktisch war. Deswegen gehe ich kurz auf für heute den Bogen natürlich und dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann jetzt haben wir unseren Pfeilmacher aber da. Der hat jetzt erstmal nur dies. Aber eigentlich geht es um das, dass wir Sticks zu Smaragde machen können. Ich schaue jetzt da nur, wie man das macht, dass man bessere Preise kriegt. Oder halt reduzierte Preise. Weil das weiß ich halt noch nicht, weil wann habe ich das schon mal gebraucht. Jetzt werden wir da erstmal ein bisschen das anpassen. Ne? Dann schaut das ja übel scheiße aus. No. Da kann man sechs Männer einmal so anmachen und dann sagt sie, jo, machen wir jetzt auch noch so. Das ist dann wieder ein bisschen angepasste Sandumgebung. Ich finde, es schaut schon richtig gut aus inzwischen. Und zum anderen, ich glaube, ich muss den da claimen. Ne? Jo. Mehr nicht, dass das zerstört wird. Bupidup. Was soll ich jetzt sagen? Nicht lügen. Wir nehmen da mal so. Darum können wir dann wieder Stairs hier. Wird es immer noch verwundert, dass die anderen Stairs einfach weg kann. Frage ist, macht man da? Macht man da. Blöcke eine?
Mach mal da Blöcke eine. Oder mach mal da Stairs eine. Den müssen wir erstmal den machen. Oh, jetzt haben wir hier ich dachte jetzt aber einmal einfach alle aufhören, aufhören können, dass das da mal voll ist. Dann können wir die ohne Seiten wenigstens schon mit zumachen. Wenn ich das richtig sage. Ah, ja, das ist okay. Ding. Ding. So, brauchen wir nur zwei. Zwei Loren. Das ist frische. Wo sind die das? Wo ist jetzt? Hä? Warum ist die so weiter hinten eigentlich? Klemmen wir das mal jemand. Da kommt auf alle Fälle ein Block, ja? Ach, hab ich jetzt wieder meine Dinger gerückt oder was? Hm. Ich irgendwie denke, dass wir es so machen. Ich muss mal schauen. Na, dann kommen wir da rum. Da kommen wieder eine Blocke, da kommt eine Blocke. Dann brauchen wir wieder Treppen. Gibt es schon mal da. Bam. Bam. Genau, dann haben wir diesmal. Ich hätte gerne was ausprobieren. Ich habe vorher gerade ein bisschen geschaut, habe ich gesagt. Ich werde jetzt doch gerne mal eine Werkbank herstellen. Ich hätte nämlich gerne wissen, ob das überhaupt geht. Dann kann man eigentlich da so einen Handelsposten für alles machen. Was eigentlich nicht der Plan ist. Aber das kann man jetzt vorerst mal einfach machen. Und dann. Da kommt auf alle Fälle Treppen einer. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht gleich so gemacht habe. Wir haben ja noch. Ist eigentlich nur um das untere gegangen, ist, ob da was einer kommt. Die Frage ist, was da kommt, macht man da jetzt so? Dass man sagt, oh ja, da, schau her. Machen wir schon. Machen wir Lore. Haben wir ja noch mindestens zwei da, ja. Ja, vier haben wir noch. Dann haben wir noch zwei. Bipidi. Ich wollte dir, okay? So. Und dann. Mit der andere noch auf. Das Problem ist bloß, dass ich jetzt aufgerungen muss. So. Perfekt. Naja, und brauchen müssen wir halt so eine Bank bauen, dass das automatisch geht, dass immer wenn einer drin ist, dass das aussehen wird. Ich weiß, ob das halt so funktioniert dann, wie ich mir das vorstelle. So, dann können wir jetzt mal die eine Seite soweit fertig machen. Genau. Ey, schaut gar nicht so bad aus, ne? Kann doch ein bisschen bauen. So, meine Frage ist jetzt, kann ich das jetzt so machen? Also ich sage, jo, ich baue jetzt da Werkbank her,
Möchte dann zu irgendwas? Nö. Ja? Nope. Gut. Wenn ich jetzt Ärmer aber dies herstelle, dann wird er zum Erbe. Oder nicht? Mach's nicht. So. Da war es ja, dass der mal neben Ming hat. Nee, ne? Mich wundert auch eins, es gibt so einen Metzger. Und ich weiß aber jetzt nicht genau, was der braucht. Wenn jetzt so. Wenn jetzt. Ich kann, glaube ich, keinen Ofen bauen, ne? Wenn ich so viel Zeug dabei habe. Und wir können uns zwei Birkentüren bauen. Beziehungsweise drei halt. Und der gerne noch zwei Druckplatten her. Da war ich da die ganze zwei Cleanstone her. Gehen wir mal kurz zu Penen. Penen, dann hört es wenigstens wieder zum Ringer auf. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal temporär, dass die da sind. Und ich lasse die einfach alle im Minecart drin, weil dann kann die, wenn es ist, einfach dahinter wieder Minecart hinbauen, außer Schirm fertig. Beziehungsweise ich kann einfach da ran sagen, ja, ich mach da Minecart jetzt her. Ja. Jetzt haben wir da zum Beispiel unseren Kartografen, unseren Bibliothekar. Kartografen gibt es ja auch noch. Es gibt so viele Händler, ist mir vorher aufgefallen. Das ist crazy. Crazy. Gut. Dann brauchen wir ja noch für automatische Formen und so, bla bla bla. Ist mir alles. Und jetzt haben wir da mal. Da jetzt mal so, mit dem wir da jetzt erstmal so. Da das ja Bibliothek wird, werde ich jetzt da einmal bis. Woher? Glas, dass man da so ein Glasfront hat. Dann kann man sagen, oh, Servus, grüßt euch. Man kann jetzt natürlich auch von Dingen von der Seite Dinge machen, aber das sollte dann blöd ausschauen wegen dem da. Und wegen da herum dann. Das passt dann schon so. Lass mal da mal kurz schauen. Na. No. Und ich schließe das halt dann auch ab, so. Ist halt schon sehr nice. Ich will jetzt auch nicht vor, dass da die ganze Zeit offen ist, also. Mit. Bium. Ach, scheiße. So, so. Superido. Sapralot. Finden wir immer noch. Das reicht einfach nie. Das ist so nervig immer. Das ist einfach nie reicht. Wieso gibt es nicht so ein Schreiner-Ding? So ein Schreiner-Werkbank für sowas. Genau. Echt schwierig, kann das einfach von innen rein, das stimmt, ne? So mache ich das eigentlich nicht. Echt, weil ich auch Honk bin. Honk die. Gut, weil dann können wir jetzt schon mal so machen. Und das sind Protected, was drin haben. Das ist schon irgendwie witzig. So, und jetzt könnt ihr einfach sagen, so, oh, da, da, da. Oh, ich hab grad keinen Bock auf irgendwas farmen. Du, du, du. Ich brauch sowieso jetzt Regale. So, jetzt geh her. Bam, 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 bam. Ich kann mal hier mein Ohrding kaufen. So.
Dann würde ich sagen, hören wir kurz Holz und dann schauen wir weiter. So, der DLC. Ich habe jetzt mal ein bisschen traded mit dem. Man sagt, ich habe da schon Bücherregale her. So wie ich das jetzt verstanden habe, müsste man, wenn dann, zombifizieren. Dass das besser geht, aber die haben jetzt erstmal einfach so, weil ich mir jetzt so nicht lange rumscheißern. Und die haben jetzt einfach mal so mal bam bam. Zwischen haben wir halt auch schon bei 31, gell? Können wir noch, den wir noch mal machen. Wahrscheinlich können wir noch. Gut. Mit dem kämen wir wieder rum. Oh, Dingkaufer. Bam. Bam. Jo. Ist der? Der ist noch nicht, gell? Nö. Da haben wir ja da jetzt mehrere bauen werden. Ah, stimmt, der hat auch noch keinen. Lesepult. Jetzt schau her. Jetzt sind wir da. Wenn ich mir das abbauen, kriegen wir Bücher raus. Ist das nicht so praktisch, aber ist eigentlich an sich egal. Und dann können wir mir sagen, jo, ich möchte gern ein Lesepult bauen. Was auch, ich brauche ein Bücherregal. Was, die geht da einer. Aber ich mag kein Holz mehr, gell? Bam, 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 bam. Regal. So, machen wir uns ein Bücherregal wieder. Und jetzt stellen wir uns den so lang da, bis er das hat, was wir mehr haben. Effizienz, ja, ist interessant, aber nein. Wir haben ein Reparaturbuch. Ich muss den jetzt so abbauen. Das ist doof. Bam. Können wir irgendwie. Doch, wir können uns noch Eisenpickaxe machen. Eisenpickaxe oder Eisenhacke. Mir jetzt so unser verzaubert, den nicht hernehmen dafür. Die ist nämlich fast broken. Das kann ein bisschen dauern, dem hier. Das geht einfach dann so lang gemacht. Bis er das hat, was er soll. Köder brauchen wir leider auch nicht. Schutz war auch cool, aber brauchen wir jetzt auch nicht. Wie gesagt, das ist auch der Grund, warum wir da 8 die einen ballern und nicht bloß einen oder so. Da war einen. Voll für einen Poppes. Ja, dass man die zum Beispiel jetzt aber nur günstiger macht, da braucht man ein Zombifizierungsmaschine, beziehungsweise müsste man es zu Zombies machen und dann wieder heilen und wieder zu Zombies machen, dann kannst du es, glaube ich, immer günstiger machen. Schwungkraft. Nö. Gib mal eine Reparatur, du Honk. Reparatur oder Behutsamkeit war auch was. Ja, dann müssen wir sonst nicht mit Level 30 holen. Schwungkraft. Er kann nicht auch jedes Bücher kriegen. Also, weil. Es gibt auch Schutz 3, Alter. War mega krass. Zunächst 40 Smaragde und ein Bier hier. Ja, genau, Alter. Wenn ich jetzt 40 Bier hingebe, Alter. Mhm. Ist ja halt der Grund, warum. Weil dann kann man wahrscheinlich einfach auf einen Smaragd runterkommen. Und dann zahlst du einen Smaragd für 3 Bier. He? Und dann ist es halt so mega billig. Also mega billig einfach. Ja, moin, ja klar, kriegst du einfach nur das Gleiche. Glück 1, Sims-Maragde, das müssten wir fast lassen. Das lassen wir Glück, das ist schon mal mega OP. Gut, ja, was wir jetzt dann nur nächste Folge machen, ist unser Ding, automatische Farm. Heißt, wir brauchen mindestens einen Dorfbewohner noch. Jo, okay. Aber ich dachte jetzt mal. Ich glaube, wir können nur einmal. Was? Wir machen da unser Gaudi wieder auf. Was ist da? Ja. Machen wir unser Gaudi wieder auf.
Hat der kein Ding oder mag der einfach nicht? Servus! Na, du bist mein Letzter, ja. Ja, manchmal habe ich so das Gefühl, der hat keinen Bock. Und es sei, dass du keinen Bock hast. Ja? Na, bist du einer. Ich glaube, die brauchen einfach wieder ein Brot. Ich glaube, die haben einfach nichts mehr. Schau mal, ich glaube, ich habe da vorne in dem Fass da noch Sachen gehabt. Jo. Natürlich ist da noch was. Oh, oh, da habe ich fast durchgekopft. Das war jetzt nicht so geil gewesen. Gut, dann machen wir schnell Brot. Ein bisschen Brot brauchen wir. Etwas. Das Gefühl, der hat schon wieder keinen Bock mehr. Ey, was das geht, also. Ah, die müssen, glaube ich, jetzt wieder zwei Tage noch zyklen, wahrscheinlich wieder ab da. Und dann geht's erst wieder. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst auch lassen ein Like da. Lasst einen Kommentar, wenn ihr Tipps habt. Jetzt kann ich es schon nicht mehr. Bis morgen. Ich würde mal sagen, ich mache mir jetzt einfach mal so nächste Zeit so Daily Minecraft, weil ich so Bock habe. Mich ja endlich mal alles machen, Ender Dragon. End und so Wither, wenn ich mal einen Beacon haben und alles, und das macht dann einfach besser. End, sag mal so, Netherite möchte ich unbedingt haben. Also was demnächst dann mal ein bisschen Diamonds farmen. Also, habe ich die Idee.